أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Liebe Schwestern im Islam, wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sein, dass er uns zu dieser Religion recht geleitet hat. Denn das ist der einzige wahre Weg zu Gott. Allah sagt im Koran, in Surah 3, Vers 19, Inna dina inda Allah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und Allah sagt in Surah 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm niemals angenommen werden. Und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Es gibt nur Gewinner oder Verlierer. Die Gewinner sind im Paradies, die Verlierer sind in der Hölle. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns, dass jeder, der auch nur einen einzigen Propheten des allmächtigen Gottes verleugnet, zu den wahren Ungläubigen gehören wird. Allah sagt in Surah 4, Vers 150 bis 151, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Wahrlich, diejenigen, die nicht an Allah und die Gesandten glauben und versuchen, einen Unterschied zu machen zwischen Allah und den Gesandten. Das heißt, was? Yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Die sagen, wir glauben an die einen, wir glauben aber nicht an die anderen. Wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila. Und die wollen einen Zwischenweg einschlagen. Was ist mit dem? Ulaika humul kafiruna haqqa. Das sind die wahren Ungläubigen. Das heißt, jeder, wer den Glauben an den Propheten Muhammad a.s. verleugnet, wer an einen einzigen Propheten nicht glaubt, gehört zu den wahren Ungläubigen. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet in Surah Al-Tarabun, dass diejenigen, die den Koran verleugnen, zu den Verlierern gehören werden. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Wahrlich, die den Glauben verleugnen, unsere Zeichen für Lüge erklären, sie werden die Gefährten des Feuers sein und ewig darin bleiben. Der Prophet a.s. sagt in einem Hadith in Sahih Muslim, La yasma'u bi ahadu min hadhihi al-umma, la yahudi wa la nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih, illa kana min ashab al-nar. Jeder, der von mir hört, von dieser Umma, egal ob Jude oder Christ, und dann sein Glaube nicht in dem bestätigt, womit ich gekommen bin, vor seinem Tod, wird zu den Gefährten des Feuers gehören. Das heißt, subhanallah, wenn wir den Adhan hören und wir hören Ashhadu an la ilaha illallah, wir hören Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dann müssen wir dankbar sein, dass wir zu den wenigen gehören, die zu denjenigen gehören, die Allah recht geleitet hat, die dem Islam angehören. Und dann müssen wir Allah danken, dass er uns den Erfolg gegeben hat, heute hier in der Moschee zu sein, die Religion zu praktizieren, die Religion richtig zu praktizieren. Denn es werden so viele Verlierer kommen am jüngsten Tag. Die Hölle wird voll werden. Allah sagt in Surah Al-Kahf, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ابْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ فَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ. Am Tag, wo wir zu dem Jahannam sagen, bist du voll, und es wird sagen, gibt es noch mehr? Das heißt, die Hölle wird voll werden. Und die meisten Menschen werden keine Gläubigen sein. Allah sagt zum Propheten, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرِصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Und die meisten Menschen werden selbst, wenn du willst, wenn du dich bemühst, harista, ja, selbst wenn du dich anstrengst, werden sie keine Gläubigen sein. Das heißt, das ist eine Sache, die wir immer wieder verinnerlichen müssen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sind, dass er uns zu diesem Weg recht geleitet hat. Aber es geht weiter. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass wir einfach nur Alhamdulillah zum Jumu'ah-Gebet gehen und beten. Das ist schon eine große Sache. Aber das Herz, das für Allah schlägt, das will mehr. Das Herz, das für Allah schlägt, das will, dass diese Religion Fortschritte erzielt. Das Herz, das für Allah schlägt, das will, dass diese Religion die Religion Nummer 1 auf der Welt wird. Und hier musst du dir die Frage stellen, welche Gedanken hast du dir gemacht, was du machen kannst? Weil das ist das Problem, leider, liebe Geschwister, dass viele Muslime auf irgendjemanden warten, der ihre Probleme löst. Wir können nicht darauf warten, dass jemand kommt und unsere Probleme löst. Wir müssen die Lösung sein, die wir uns für die Welt wünschen. Und das fängt bei uns an. Allah sagt im Koran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah wird die Lage eines Volkes nicht verändern, bis sie sich selber ändern. Ich frage euch, liebe Geschwister, ist die Lage der Umma, gut? Ich sage Alhamdulillah, wir sind am Fortschreiten, es wird immer besser. Wir sollten nicht so negativ denken. Alhamdulillah, wenn ich 10 Jahre zurückdenke, oder wenn ich 15 Jahre zurückdenke, wo ich den Islam angenommen habe, hier in Deutschland, da habe ich überall gesucht, dass ich irgendwo deutsche Unterrichte finde. Da habe ich selten mal jemanden gesehen, der den Islam angenommen hat. Das war eine Ausnahmesituation. Heute, egal wo ich hingehe, ja, sehe ich Dutzende, die den Islam angenommen haben. Und Alhamdulillah, es geht weiter. Zur damaligen Zeit, vor 15 Jahren, als ich noch kein Muslim gewesen bin, ich hatte in meinem ganzen Handy Telefonnummern gehabt, mit Namen wie Ahmed, Fuad und so weiter und so fort. Ja, muslimische Namen, arabische Namen, muslimische Namen, türkische Namen. Wisst ihr was? Ich kannte zur damaligen Zeit keinen einzigen, der 5-mal am Tag gebetet hat. Aber Alhamdulillah, schau dir an, wie die Zeit sich heutzutage geändert hat. Schau dich an, wie viele muslimische Mädchen es auf einmal gibt, die Alhamdulillah Hijab tragen. Deswegen, es gibt positive und negative Seiten. Aber was bringt dieser Fortschritt mit sich? Was bringt dieser Fortschritt mit sich? Dieser Fortschritt bringt mit sich, dass es auch Leute gibt, die sich dagegen auflehnen. Das ist der normale Weg. Die Da'wa Sahiha, die wahre Da'wa, die erfolgreiche Da'wa, die wird immer bekämpft. Das ist die Realität. Schau dir die Geschichten der Propheten im Koran an. Schau es dir an. Schau dir Musa a.s. an. Ich habe es gestern erwähnt, Sure 40, Vers 25. فَلَمَّا جَاءُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ. Und als er mit der Wahrheit von uns zu ihnen kam, was haben sie gesagt? Tötet die Kinder, die männlichen Kinder von denen, die mit ihm glauben. Was wurde zu Ibrahim a.s. gesagt? In Sure 29, Vers 24. Und die Antwort seines Volkes war nur, tötet ihn oder verbrennt ihn. Was war die Antwort von Abu Lahab gewesen, als der Prophet a.s. aufgestanden ist? Kann man lesen, Sahih al-Bukhari, ja, er verflucht ihn praktisch. Hast du uns hierfür versammelt? Für diese Botschaft. Der Prophet a.s. hat viel ertragen. Aber die Frage ist, wo müssen wir anfangen? Liebe Geschwister, wo müssen wir anfangen? Und da gestern und auch heute, Alhamdulillah, so viele Jugendliche hier sind, habe ich mir Gedanken gemacht, was ich mit auf den Weg geben könnte von Erfahrungen, die ich selber gemacht habe in der Da'wah und selber gemacht habe auch auf dem Weg, um etwas von der Religion zu lernen. Denn das ist der Schlüssel, dass man anfängt, etwas von der Religion zu lernen. Imam al-Bukhari sagt, Al-ilmu qabl al-qawl wal-amal, und bezieht sich darauf, auf einen Vers aus Sure 47 aus der Sure Muhammad, wo Allah sagt, und wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah und bitte um Vergebung deiner Sünden. Das heißt, zuerst nennt er das Wissen und dann nennt er das Vergeben der Sünde. Und ich möchte einiges von der Erfahrung wiedergeben, weil die Erfahrung spielt eine große Rolle in der Da'wah. Das hat uns einmal dieses Beispiel hat uns da Sheikh Abu Ishaq al-Hawayni gegeben, als wir mit ihm zusammensaßen, Hafidahullah. Er wollte von uns, obwohl er so viel Erfahrung in der Da'wah hat, wollte einige Sachen hören, was wir hier in Deutschland gemacht haben und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, er möchte gerne etwas davon lernen, weil die Erfahrung in der Da'wah, die hat einen großen Wert. Und dann hat er einen Beweis gebracht, der hat mir so gut gefallen, hat er gesagt, als der Prophet Muhammad a.s. bei Isra und Miraj im 7. Himmel war und hat erstmal 50 Gebete aufgetragen bekommen. Da kam er im 6. Himmel an Musa vorbei und hat ihm das erzählt. Dann, was hat Musa zu ihm gesagt? Dein Volk kann das nicht. Farji ila Rabbik, kehre zurück zu deinem Herrn, ich habe schon Erfahrung mit den Menschen gesammelt. Die schaffen keine 50 Gebete. Und dann wurden sie auf 40 reduziert, auf 30 und so weiter. Dieses Beispiel. Ja. Deswegen wollte ich einige Sachen mitgeben, die mir auch vielleicht sehr geholfen haben, gerade weil doch sehr viele Jugendliche hier sind. Damals im Jahre 2002, da habe ich einen Sheikh kennengelernt hier in Deutschland, mit dem ich 2 Jahre unterwegs gewesen bin. Praktisch jeden Tag habe ich mit ihm telefoniert und gesessen. Und wir haben damals angefangen mit dem Buch, und das kann ich jedem empfehlen, mit dem Buch Usul Thalath von Muhammad Abdul Wahhab. Ja? Und da wird ganz am Anfang etwas erwähnt vom Sheikh. Fa'alam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allamu arba'al masail. Wisse, dass es Pflicht für uns ist, für uns alle, für uns Muslime, 4 Dinge zu lernen. Arba'al masail. Al-awwal marifatullah wa marifatuddin wa marifatuddin al-islam bil adillah. Das Wissen von Allah, das Wissen von seinem Propheten, das Wissen von der Religion Allahs mit seinen Beweisen. الثاني العمل به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر الأذى فيه. Das zweite, das Handeln danach. Das dritte, der Ruf dazu, also der Ruf zu was? Zu dem Iman, zu dem Wissen und zu den Taten. Und das vierte, die Standhaftigkeit auf dem Schaden, der einem auf diesem Weg trifft. Subhanallah, guck mal, der Sheikh, rahimahullah, erwähnt sofort, dass einen Schaden treffen wird auf diesem Weg der Da'wah. Aber heutzutage einige Leute, die sich dieser Da'wah zuschreiben, die tun so, als wenn, ja, wenn der Schaden gekommen ist, da war man nicht weise gewesen, hat man irgendeinen Fehler gemacht. Das ist das Erste, das ist praktisch das Einmaleins der Da'wah Salafiyya. Ja? As-Sabr al-Adhafi. Der Ruf dazu, also nochmal, 4 Sachen. Erstens das Wissen von was? Von Allah, von seinem Gesandten und von der Religion Allahs. Zweite, das Handeln danach. Warum? Weil Wissen alleine nützt auch nichts. Man muss danach handeln. Das ist kein einfaches, leeres Wissen. Sonst können wir auch ein Buch in den Schrank stellen. Da ist viel Wissen drin, sondern man muss danach handeln. Der Prophet a.s. hat uns eine schöne Dua beigebracht. Wie heißt die Dua? Allahumma arini al-haqqa haqqa. Oh Allah, zeig mir die Wahrheit als wahr. Was ist das? Das ist das Wissen. Warzuqni tiba'a. Warzuqni tiba'a. Und gib mir den Risk sozusagen, oder gib mir den Erfolg, hier ist eigentlich das Wort Risk, ja, dass ich dieser Wahrheit folge, das ist das Handeln danach. Das heißt, erstmal muss ich es wissen, aber nicht jeder, der es weiß, handelt danach. Also Handel. Und dann kommt er mit der Da'wah dazu. Das reicht nicht, er sagt, jeder muss das wissen, das Handeln dazu. Und das vierte, der Ruf dazu, die Da'wah dazu, und das vierte ist, die Geduld auf dem Weg dorthin. Die Geduld auf diesem Weg. Das heißt, auf dem Weg, wenn man zu Allah ruft, wenn man zu dem Wissen ruft, von Allah, von seinen Engeln, von seinen Büchern und so weiter. Und wenn man zu den Taten ruft, ja, dann wird es Schaden geben. Als ich mit dem Buch fertig gewesen bin, haben wir angefangen, Kashf Shubuhat zu lesen. Kashf Shubuhat, auch von Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Und dann sagt er in dem Buch, und das ist eine Sache, die meine Da'wah bis heute, dieser Satz von dem Sheikh, rahimahullah, die mich bis heute beeinflusst hat. Er sagte, فَإِذَا أَرَفْتَ أَنَّ تَرِيكَ إِلَى اللَّهِ لَا بُدْ لَهُ مِنْ عَدَاءٍ قَائِدٍ عَلَيْكَ فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَعَلَّمَ مِنْ دِينِ اللَّهِ مَا يَصِيرُ لَكَ سِلَاحًا تُقَاتِلُ بِهِ هَؤُلَاءِ الشَّيَاطِينَ. Wenn du weißt, dass der Weg Allahs mit Satanen besetzt ist, die auf ihm lauern, so wisse, dass es deine Pflicht ist, von der Religion Allahs das zu lernen, was für dich zu einer Waffe wird, womit du diese Satane bekämpfen kannst. Deren Führer, deren Imam und Führer zu Allah gesagt, zu deinem Herrn Azza wa Jal gesagt hat, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ مُسْتَقِيمٌ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ja, das heißt, Iblis sagt zu Allah, ich werde ihn wahrlich auf deinem geraden Weg auflauern. Und dann werde ich von vorne zu ihm kommen und von hinten und von rechts und von links. Und wahrlich, du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Jetzt hörst du das und jetzt guck mal. Jetzt hört man, man hat einen Feind, der ist der Satan, Iblis. Der hat viel Erfahrung. Der ist einer von den Djinn. Keiner min al-Jinni fafassaka an amri rabbi. Ist gefährlich, oder? Jetzt könnte man Angst haben. Aber was sagt jetzt der Sheikh? Weil das ist ein Alim Rabbani. Der bringt einen nicht bei, du musst jetzt Angst haben. Was sagt er zu dem? وَلَكِنْ إِذَا أَقْبَلْتَ عَلَى اللَّهِ وَأَصْغَيْتِ إِلَى حُجَّتِهِ وَبَيِّنَاتِ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ. Aber wenn du dich Allah zuwendest und auf seine Argumente hörst und seine Erklärungen, das ist der Koran, so sei nicht traurig, habe keine Angst. Warum? Inna kaida shaitani kana da'ifa. Wahrlich, die List des Satans ist schwach. Wahrlich, die List des Satans ist schwach. Guck mal, was der Sheikh, rahimahullah, danach sagt. Wal amiyu min al-wahidin yaghribu alf min ulama'i ha'ulai shayatin. Und ein einziger von den normalen Muslimen besiegt Tausende von den Ulama der Shayatin. Von den Gelehrten der Shayatin. Ein normaler Muslim. Und dann bringt er Beweis dafür. Beweis aus Surah Safat. Und wahrlich, unsere Soldaten werden siegreich über sie sein. Soldat ist nicht unbedingt jemand gemeint mit der Waffe hier. Dann sagt er, ja, die sind siegreich mit der Waffe. Genauso wie sie die Siegreichen sind mit dem Beweis und mit der Zunge. Und dann sagt er, und es kommt niemals jemand von den Leuten des Falschen, ja, von einer falschen Gruppe, von einer falschen Sekte, von einer falschen Religion, mit einem Argument, außer dass im Koran etwas steht, was dieses Argument zerstört und die Falschheit illustriert. Und dann bringt er Beweis dafür, weil wir müssen immer Beweis nennen. Dann sagt er, und sie kommen zu dir mit keinem Beispiel, außer dass wir schon mit der Wahrheit und der besten Erklärung gekommen sind. Ja? Was hat das jetzt mit dem anderen zu tun? Mit dem Wissen und mit dem Sabr auf dem Schade? Das hat etwas mit der Dauer gerade zu tun. Ich will euch damit sagen, ihr sollt keine Angst davor haben. Wenn ihr mit Allah subhanahu wa ta'ala seid, Allah wird euch helfen. In tansurullah yansurkum. Wenn ihr Allah helft, Allah wird euch helfen. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Wenn ihr Allah helft, das heißt der Religion Allahs helft, kann euch niemand überwältigen. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Ist unsere Pflicht, den Gläubigen zum Sieg zu verhelfen. Das sind Worte aus dem Koran. Und wie oft hat eine kleine Schar eine große Schar schon mit der Erlaubnis Allahs besiegt. Wallahu ma'as sabirin. Und Allah ist mit den Standhaften. Was haben wir gerade gesagt? Was muss man haben? Die Standhaftigkeit, den Sabr, die Geduld. Aber auf jeden Fall fangen wir an mit dem Anfang, mit dem Wissen. Wir leben hier in Deutschland. Ja. Wir leben hier in Deutschland. Was kann man jetzt machen, gerade auch für die Jugendlichen hier und gerade für die, die kein Arabisch können? Für die Leute, die Arabisch können, Alhamdulillah, heute, man braucht nur auf Islam Way beispielsweise zu gehen. Es gibt so viele Unterrichte, die man hören kann, von morgens bis abends. Ja? Und gerade für die Frauen, die vielleicht heute dort im Frauenraum sind, ich gebe denen einen Ratschlag. Ladet euch die Unterrichte runter von großen Gelehrten, oder von Duat, die euer Herz bewegen Und wenn ihr in der Küche seid, wenn ihr zu Hause seid, lasst das laufen. Ihr werdet so viel davon profitieren. Ich kenne Brüder, die haben den ganzen Tag einen MP3-Player dabei. Und nur durch den MP3-Player hören die an manchen Tagen 4 Stunden lang nur Unterrichte. Beim Rumgehen, im Supermarkt und so weiter. Ja, wir leben halt nicht in der Zeit von Imam Malik, rahimahullah. Wenn du jetzt in der Zeit von Imam Malik leben würdest, dann würde ich dir sagen, geh in die Moschee zu Imam Malik und lerne bei Imam Malik. Ja? Und wir leben auch hier nicht in Saudi-Arabien. Wenn wir hier in Saudi-Arabien leben würden, dann würde ich zu dir sagen, geh nach Qasim oder nach Mekka oder in irgendeine andere Stadt, zu dem Gelehrten XY, in die Universität XY, in die Moschee XY, gibt es an jeder Ecke jemanden und lerne dort oder in einem anderen islamischen Land. Denn in den islamischen Ländern gibt es meistens so viele Gelehrte. Aber wir leben hier in Deutschland und das Angebot ist gering. Okay? Das heißt, für die Arabischsprachen gibt es ohne Ende. Für die Englischsprachigen gibt es ohne Ende und ich gebe jedem den Tipp, zum Beispiel in der Islamic Online University zu studieren von Bilal Phillips. Bilal Phillips hat 1978 schon der Universität in Medina abgeschlossen, hat später den Magister in Riyadh gemacht, ist seit 30 Jahren in der Dawa aktiv, hat eine Universität in Indien gegründet, eine Universität in Ajman, in den Emirat gegründet, jetzt die Online-University gegründet. Der hat Erfahrung ohne Ende, der war schon auf der ganzen Welt, ja, der weiß Bescheid. Und da gibt es sehr, sehr gute Fächer, die dort unterrichtet werden. Und das ist für jemanden, der beispielsweise Englisch kann, aber kein Arabisch, er lernt auch Arabisch in der Universität, ist das eine optimale Sache. Man lernt zum Beispiel in Akida lernt man Teile von Kitab Tawhid beispielsweise. Man lernt in Fiqh beispielsweise Mulakhas al-Fiqh von Sheikh Fawzan hafizahullah und so weiter. Das ist eine super Angelegenheit. Deswegen, das ist mein Ratschlag für diejenigen, die Englisch können. Online-Studium, selbst wenn du arbeiten gehst, kannst du zu Hause abends 4 Stunden üben, dir die Unterrichte anhören und dann musst du nachher Tests abschließen. Das heißt, zu den Unterrichten, die du gemacht hast, wirst du getestet. Das ist eine optimale Sache. Und selbst für diejenigen, die vielleicht Arabisch können, ist es auch eine, aber auch Englisch können, ist es auch eine gute Sache, weil sie ja dann strukturiert ein Studium zu Ende führen können und vielleicht dann auch Dawa auf Englisch geben können. Okay? So. Wer kein Arabisch kann und kein Englisch kann, so, der muss sich auf das, was im deutschen Raum ist, muss er sich konzentrieren. Ich sage euch, schaut euch selber an, es gibt alhamdulillah heutzutage Unterrichte ohne Ende. Keiner hat eine Ausrede. Zu meiner Zeit gab es so gut wie nichts. Nichts. Ich habe nur auf Englisch gehört. In meiner Anfangszeit und mit dem Sheikh, mit dem ich zusammen von 2004 bis 2004 immer unterwegs gewesen bin. Aber ansonsten gab es so gut wie nichts. So gut wie nichts. Nicht, dass sich jemand beleidigt fühlt. Weil wenn es natürlich da oder dort irgendwo eine Moschee gibt und man nichts davon weiß, ja, dann ist das eben halt so gut wie nichts aus meiner Perspektive. Aber das kannst du nicht mit heute vergleichen. Beispielsweise ein Ratschlag, ihr könnt beispielsweise auf die YouTube-Seite gehen von mir und das empfehle ich gerade denen, die neu angefangen haben. Wir haben dort Rubriken auf dem Kanal, ja, zum Beispiel für neue Muslime, für Nicht-Muslime und sich diese Vorträge runterzuladen. Alleine über Sekten gibt es, glaube ich, über 40 Unterrichte. Ihr tut ihr euch in einen MP3-Player und versucht jeden Tag viele Sachen davon zu hören und zu lesen. Beispielsweise. So. Und wenn ihr irgendwo in einer Moschee seid, wo es gute Unterrichte gibt, geht ihr dorthin. Und wenn ihr das nicht habt und ihr kommt aus irgendwelchen Orten, wo es weder eine Moschee gibt, ja, wo ihr halt nur auf das Internet angewiesen seid, was müsst ihr machen? Ihr müsst eins wissen, es ist schön, wenn man alleine lernt. Ist gut. Aber wichtig ist auch Zusammenhalt, Zusammensein. Denn der Prophet a.s. sagte, das Schaf, was von der Herde weggeht, wird vom Wolf gefressen. Deswegen sage ich euch, geht heute, wenn ihr nach Hause fahrt, weil ich weiß, hier sind noch einige Brüder und Schwestern, die von etwas weiter hergekommen sind, und macht euch eine Liste von Brüdern, die auch praktizierend sind und sagt, komm, lass uns einmal in der Woche bei uns zu Hause treffen, lass uns Unterrichte anhören, lass uns dieses und jenes Buch lesen. Zum Beispiel ein Buch, das ich empfehlen kann, ist die 200 Fragen in der Akida. Das ist ein super Buch in der Akida, ist auf Deutsch übersetzt. Dann, was ich zum Beispiel auch, es gibt noch viele andere gute Bücher, ist die Reihe von Ibn Kathir. ja, von Bidaya wa Nihaya, Anfang und das Ende. Oder beispielsweise das Buch von Bilal Phillips, Fundamente des Tawhids, ist auch auf Deutsch erhältlich. Ja? Oder beispielsweise Riyadus Salihin, diese Hadithe dort sind Gold wert, dieses Buch ist Gold wert. Aber man muss anfangen. Versuche dir jeden Tag ein bisschen Zeit dafür zu nehmen und du wirst viel profitieren. Das Problem ist, dass wir die Zeit aus dem Fenster werfen. Mit so vielen Sachen, die uns nichts bringen. Ich habe gestern darüber geredet, Videogames spielen und so weiter. Hier geht es nicht um Halal oder Haram. Es geht einfach darum, Brüder, wir leben eine kurze Zeit, die Zeit vergeht so. Subhanallah, ich bin heute 37 Jahre alt. Wisst ihr, wie lange das her ist, wo ich 17 gewesen bin? Das ist wie gestern. Das ist wie gestern. Und die Zeit vergeht schneller und schneller. Morgen sind wir vielleicht schon 50 oder 60, wenn wir noch leben. Die Zeit vergeht immer schneller. Glaub es mir, du erwachst einmal und denkst, wo ist die Zeit hin? Du bist vielleicht heute 20, du bist vielleicht heute 17. Morgen bist du 37, übermorgen 57 und übermorgen 77. Deswegen nutze deine Zeit. Irgendwann liegst du vielleicht in deinem Bett und bist kurz vor deinem Tod. Ja, du weißt, es wird nicht mehr lange dauern. Du hast eine tödliche Krankheit. Das wird mit Sicherheit dem einen oder anderen hier so gehen. Ja, weil das der normale Lauf der Dinge ist. Der eine stirbt bei einem Unfall und ein großer Prozentzahl der Menschen stirbt im Bett. Nach einer tödlichen Krankheit, die länger gedauert hat. Und die Ärzte sagen zu ihm, ja, wir sehen keine Chance mehr für dich. Wir geben ihnen noch 2 Wochen. Stell dir mal vor, du liegst im Bett und der Arzt sagt dir, ja, wir geben ihnen noch 2 Wochen, es gibt keine Chance mehr. Was würdest du sagen? Du würdest sagen, könnte ich noch einmal zurück hierhin, noch einmal zurück zu dieser Zeit, könnte ich noch einmal meine Chance nutzen. Jede Sekunde, die man verplempert, ist zu viel. Ach, es geht, Brüder und Schwestern, es geht um Paradies und Hölle. Subhanallah, wir wollen im Paradies mit dem Propheten a.s. sein. Wir wollen nicht einfach nur, ich meine, wir sind schon froh, wenn wir der Hölle entkommen. Kullu nafsin zaiqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Und dann werdet ihr euren Lohn am jüngsten Tag bekommen. Und wer dann vom Höllenfeuer weggebracht wird und im Paradies hineingeht, der hat Erfolg gehabt. Das heißt, fangt hiermit an. Trefft euch. Denn das hilft uns auch bei dem zweiten Punkt, bei dem Praktizieren. Ja? Nämlich, wir haben gesagt, erstmal das Wissen, dann das Praktizieren. Wenn ihr eine Gruppe habt, bei euch in der Gegend, sucht euch eine Gruppe, sucht euch Leute, sucht euch Brüder oder Schwestern, mit denen ihr euch mindestens einmal in der Woche trefft. Glaubt es mir, es ist so wichtig. Und da, glaubt es mir, und das hat der Prophet a.s. gemacht. Was hat er in Mekka gemacht? Der hatte in Mekka einen Treffpunkt. Wo? Im Haus von Al-Arqam ibn Abil Arqam. Das ist ganz bekannt, Darul Arqam ibn Abil Arqam, wo Umar al-Khattab radiallahu anhu den Islam angenommen hat. Da haben sich die Sahaba getroffen in der mekkanischen Zeit und haben dort Unterrichte gehabt. Der Prophet a.s. in der mekkanischen Zeit hat der Khabbab ibn Arad und andere Sahaba in Häuser geschickt und die haben dort Unterrichte gegeben. Okay, wenn ihr jemanden habt, der Unterricht geben kann, wenn ihr aus einem Ort kommt, wo es das gibt, wunderbar. Aber wenn ihr nicht daherkommt, dann packt selber etwas an. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, wie man auf Deutsch sagt. Ja? Aber wir brauchen diesen Satz nicht. Wir sagen lieber das, was Allah im Koran sagt. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, bis sie sich selber ändern. Das heißt, wir müssen anfangen. Wir müssen zur Religion zurückkehren. Du bist der Anfang, musst du dir sagen. Ich will heute hier rausgehen und was verändern. Das sind die ersten 2 Punkte von dem, was Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah hier erwähnt hat. Und er hat eine Sura aus dem Koran gebracht dafür als Beweis. Der Beweis dafür, für den Iman, für das Wissen, für die Taten, für die Dawa und für den Sabr. Wo ist dieser Beweis? Surat al-Asr. Wal Asr. Beim Nachmittag. Allah schwört. Das ist eine gewaltige Sache, wenn Allah schwört, der schwört bei der Zeit. Innal insana lafi khusr. Wahrlich, der Mensch ist im Verlust. Aber das ist eigentlich nicht wahrlich, der Mensch ist im Verlust, sondern das ist eigentlich wahrlich, der Mensch ist wahrlich im Verlust. Denn hier ist Zweimal Takrir, zweimal eine Bestätigung. Inne, ja, dieses Wort ist dafür da, um zu sagen, auf jeden Fall, nach diesem Verständnis. Und dann nochmal dieses Lam. La fi Khussa. Der sagt nicht in den Insana fi Khussa. Der sagt nicht al-Insan fi Khussa. Der sagt nicht in den Insana fi Khussa. Der sagt in den Insana la fi Khussa. Wahrlich, der Mensch ist wahrlich im Verlust. Illa ladina amanu. Außer die, die glauben. Um zu glauben, musst du was haben, musst du wissen, woran du glaubst. Glaubt, reicht das? Und Gutes tun. Das sind die Taten anhand des Glaubens. Allah will, dass du ihn alleine anbetest. Handel danach. Du hast Engel sitzen, die deine Taten aufschreiben. Handel danach. Ja? Das heißt, alles, was du sagst, wird aufgeschrieben. Du handelst danach. Und die sich gegenseitig die Wahrheit ans Herz binden, was ist das? Das ist die Dauer. Aber reicht das? Noch was. Und die sich gegenseitig die Geduld ans Herz legen. Daran müssen wir denken. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung für meine Sünden, für eure Sünden. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kommen wir zu den zweiten Sachen. Guck mal, wahrlich, der Mensch ist wahrlich im Verlust, außer die, die diese vier Sachen haben. Dann kommt als nächstes, wir haben von Wissen geredet, wir haben vom Handeln nach Wissen geredet. Dann kommt noch die Dawa dazu. Und hier ist etwas Wichtiges. Die Dawa gehört doch eigentlich zu den Amilu Salihat, oder nicht? Aber trotzdem, weil das so wichtig ist, wird das nochmal erwähnt und nochmal betont, wie wichtig das ist. Aber heutzutage gibt es leider Bewegungen, die wollen so tun, als wenn die Dawa etwas Spezifisches sei für Ulama. Die Dawa ist nicht spezifisch für Ulama. Für Ulama ist die spezifische Dawa für Ulama. Für die Ulama gibt es spezifische Dawa. Zum Beispiel der Alim, der sitzt in der Moschee und unterrichtet diese Art von Dawa Ta'alimiyya, nimmt sich beispielsweise ein Buch, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir al-Tabari und unterrichtet das. Das ist natürlich nichts für Hinsum Kunst, für irgendjemanden. Aber was ist die Grundlage bei der Dawa, dass du über das redest, was du weißt? Der Prophet a.s. sagt, Belliru anni walau aya, verkünde von mir, selbst wenn es nur ein Vers ist. Verkünde von mir, selbst wenn es nur ein Vers ist. Und der Prophet a.s. sagt, Men ra'a minkum munkaren, wer von euch Muslimen etwas Übles sieht, was soll der machen? Der soll es mit seiner Hand verändern. Ja? Mit seiner Zunge. Wenn er das nicht kann mit der Hand, dann mit der Zunge. Und wenn er es nicht mit der Zunge kann, dann mit dem Herzen. So. Jetzt stelle ich dir die Frage. Du lebst hier in Deutschland. Wie viele Muslime gibt es in deiner Straße, in deiner Familie? Wie viele Muslime gibt es in deiner Klasse, bei deiner Arbeit, die nicht beten? Wie viele? Okay, jetzt die Frage, ist es schwer für dich, dorthin zu gehen und zu sagen, Bruder, guck mal, das Gebet ist ganz wichtig. Wenn du selber nicht reden kannst, hier hast du einen Vortrag darüber, hier hast du dieses. Bruder, heute, subhanallah, heute sagt mir ein Bruder, er sagt, vor Jahren kam er zu einer Predigt von mir, Alhamdulillah, ja, zu einer Predigt von mir, und er sagt, ich war ein Jahil gewesen. Ja, so wie leider viele leben, draußen durch die Gegend laufen und so weiter und so fort, die ganzen Facet, die ganzen Schändlichkeiten da mitmachen, wahrscheinlich auf diese Art und Weise. Und er sagt, und das war damals eine Rede zum Ramadan, ich habe gesagt, warum man im Ramadan fastet und wofür sie Ramadan fasten sollen. Da habe ich gesagt, dass das ihr Leben verändern wird, wenn sie diese Tipps einhalten. So erinnere ich mich jedenfalls daran. Dann sagt er, dann habe ich mich verändert, Meine ganze Familie war ein Raffler, war in Achtlosigkeit. Meine Mutter ist ins Schwimmbad gegangen und so weiter. Sie sagt, Alhamdulillah, die tragen heute alle Hijab und sind alle am Beten. So, hatte der damals Wissen, jetzt hat er natürlich schon, ist er einige Jahre dabei, aber hat er damals viel Wissen gehabt? Nein. Ich war einmal in Berlin gewesen, da hat jemand den Islam angenommen, der war 19 oder so, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Alter. Sein kleiner Bruder hat da aber mit dem, der vorher Islam angenommen hat, der war glaube ich 16. Das heißt, man kann etwas bewirken. Keiner erwartet von jemandem, dass er über Sachen redet, von denen er keine Ahnung hat. Sheikh Uthaymin sagt dazu, damit wir das abschließen, Sheikh Uthaymin sagt dazu, beispielsweise, sagt er wird gefragt, und das ist in dem Buch zum Beispiel, das habe ich auch schon einen Vortrag darüber gegeben, Majmu' Fatawa Kibar Ulama, Fatawa Kibar Ulama Balad al-Haram, ja? Das heißt also, die Fatawa der Gelehrten des Landes von Haram, also des heiligen Landes sozusagen. Und da sagt er, wird er gefragt, was macht jemand, der wenig Wissen hat bei der Da'wah? Er sagt, jemand, der wenig Wissen hat, redet nur über das, was er weiß. Es ist keine Bedingung, viel Wissen zu haben, man redet nur über das, was man weiß. So, jeder weiß, dass man beten muss. Die grundsätzlichen Sachen von Islam sollte jeder Muslim wissen. So. Und dann wird er gefragt, was macht jemand, der gar kein Wissen hat? Dann sagt er, jemand, der gar kein Wissen hat, kann zum Beispiel Bücher verteilen, Kassetten verteilen, Flyer verteilen. Aber er soll vorher, bevor er die Sachen verteilt, soll er jemanden, der ein Talibul Ilm ist, fragen, ja, ob diese Sachen brauchbar sind und gut sind und authentisch sind. Weil er ja kein Wissen hat, um das zu unterscheiden. Deswegen, ihr könnt was machen. Wir haben hier zum Beispiel Da'wah-Materialien mit Vorträgen, bei euch in der Klasse. Nicht-Muslime, Muslime, die weit entfernt sind, aber wir müssen etwas tun. Warum ist sich so viel am Bewegen? Warum kommen so viele zurück? Weil etwas getan wird, weil sich bewegt wird. Warum sind die Kirchen leer? Warum laufen anderen Gemeinden die Jugendlichen weg? Weil die Da'wah vernachlässigt wird. Und die Da'wah zu vernachlässigen ist eine gefährliche Sache. Der Prophet a.s. sagt, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لِيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ. Entweder gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche, oder Allah wird eine Strafe auf euch herabsenden, und dann werden die Dua machen und die Dua wird nicht erhört werden. Und etwas, was man weiß, von der Wahrheit zu verheimlichen, gibt es zwei Arten. Einmal das Verheimlichen, dass man gefragt wird, und einmal das Verheimlichen, dass man von vornherein etwas nicht sagt. Natürlich, wenn man gefragt wird und es dann verheimlicht, ist es noch schlimmer. Allah sagt, Inna ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil-kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Wahrlich diejenigen, die das verheimlichen, was wir von der Rechtsleitung und den Verdeutlichungen herabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen im Buch klar gemacht haben, jene wird Allah verfluchen und die Fluchenden werden sie verfluchen. Das ist eine gewaltige Angelegenheit. Da muss man Angst haben, dass einen der Fluch von Allah trifft. Ja. Deswegen einen Schritt nach vorne gehen. Das ist erstmal, dass ihr guckt, wie ihr etwas machen könnt. Da'wah ist auch jemand mit zur Moschee bringen. Wenn ihr jemanden in der Klasse habt, der nicht betet, wenn ihr jemanden beim Studium habt, der nicht betet, sagt ihm, komm doch mal mit zum Freitagsgebet. Zum Beispiel hier nach Braunschweig. Komm doch mal mit zum Freitagsgebet bei uns in die Stadt. Komm doch mal mit zu unserer Sitzung. Und nimmst du all das auch schon eine Art Da'wah, wenn du dir selber nicht zutraust zu reden. Wichtig ist aber, dass man wirklich nur über das redet, was man weiß. Und hier gebe ich euch einen wichtigen Tipp. Was macht man, wenn man eine Antwort auf eine Frage nicht hat? Eigentlich, im Allgemeinen gibt diese Antwort Sheikh Mohammed Abdul Wahhab in Kashf al-Shubuhat. Dann sagt man einfach, ich weiß die Antwort nicht, aber ich weiß, dass das Buch Allahs nicht widerspricht und so weiter. Das heißt, man steht einfach dazu. Dich fragt jemand eine Frage, ja, wie ist das so und so? Dann sag einfach zu ihm, ich bin kein Gelehrter, ich weiß nicht genau die Antwort, ich muss jemanden fragen. Wenn du willst, kannst du mir die Telefonnummer geben, wenn du willst, kannst du mir deine E-Mail geben und dann frage ich jemanden, der mehr Wissen hat, und dann gebe ich dir die Antwort auf die Frage. Ganz einfach. Und ich gebe jedem hier den Ratschlag, Ich habe einen Vortrag gemacht, wie beantwortet man Fragen von Nichtmuslimen, da wird dieses Thema intensiv behandelt, wie man Fragen beantwortet. Da gehe ich darauf ein, wie beantwortet man Fragen vor einem öffentlichen Publikum, wie beantwortet man Fragen von jemandem im Geheimen, ja, wenn man alleine ist mit jemandem, wie beantwortet man Fragen, wenn die Frage nicht gestellt wird, um Informationen zu haben, sondern einfach um herauszufordern. Ja, aber das gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ihr könnt euch diesen Vortrag mal gerne anschauen. Jetzt kommen wir zu dem vierten Punkt, die Geduld auf den Schaden, der einem in diesem Weg trifft. Dieser Schaden kommt. Und da schon viel Zeit vergangen ist, möchte ich mich auf einige Verse vom Koran beschränken. Einige Verse vom Koran. Das heißt, es gibt Niederschläge, es gibt Rückschläge, es gibt Niederlagen. Ja? Es kann sein, dass dich jemand beschimpft, es kann sein, dass dich jemand schlägt, es kann sein, dass jemand gegen dich ist, es kann sein, dass du boykottiert wirst, es kann sein, dass du ausgeschlossen wirst. Kann alles auf dem Weg der Da'wah passieren. Das ist alles den Propheten passiert, die besser sind als wir. Und der Prophet a.s. sagte, die Menschen mit der heftigsten Probe sind die Propheten, dann die ihnen am nächsten sind, dann die ihnen am nächsten sind. Okay? Das heißt, man muss damit rechnen, dass so etwas passiert, weil Allah deine Stufe erhöhen will. Aber warum passiert das? Wie kann man, weil der Sheikh sagt, Geduld lernen. Wie kann man Geduld lernen? Ist Geduld nicht eine Charaktereigenschaft? Von Khuluk, und Khuluk ist praktisch das innere Bild des Menschen, Khalq, das äußere Bild des Menschen. Ja, genau. Und wie man das äußere Bild des Menschen verändern kann, so kann man auch das innere Bild des Menschen auf eine Art und Weise verändern. Wie kann man Sabr lernen? Der wichtigste Grund, um Sabr zu lernen, ist, um Geduld, Standhaftigkeit zu lernen, ist zu verstehen, warum es Proben gibt. Wo finden wir die Antwort darauf? Im Koran. Und wo finden wir meiner Meinung nach die beste Antwort darauf? Welche Situation gibt es im Leben des Propheten? Die Situation, wo er geweint hat, wie in so gut wie keiner Situation. Welche Situation gibt es, welche Schlacht gibt es, die Allah Musiba nennt? Musiba, Katastrophe nennt. Welche Situation gibt es? Eine Schlacht, wo es eine Niederlage gab. Die Schlacht von Uhud. Die Schlacht von Uhud. Stellt euch vor, 70 der besten Sahaba sind getötet worden. Nicht nur getötet, entstellt worden. Nase, Ohren sind abgeschnitten worden. Und jetzt, was sagt Allah dazu? Was sagt Allah hierzu? Hört zu, was Allah sagt in Surah Ali Imran. Das ist die dritte Surah, da wird das erklärt. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Und werdet nicht schwach und seid nicht traurig, denn ihr werdet die Oberhand gewinnen, wenn ihr Gläubige seid. Überlegt mal, ich möchte, dass ihr euch das vorstellt. Ach, da ist gerade Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu getötet worden. Abdullah ibn Jahsh ist getötet worden. Die so große Sahaba sind getötet worden. Was für eine Katastrophe. Hamza ibn Abdul Muttalib, dieser Held. Und was sagt Allah jetzt? Und der Prophet ist am Weinen und Allah sagt, seid nicht traurig und werdet nicht schwach, denn ihr werdet die Oberhand gewinnen, wenn ihr Gläubige seid. Ihr müsst das in diesem Kontext verstehen. Das heißt, was heißt das für uns? Das heißt, egal welche Situation dir passiert, egal welche Katastrophe passiert, es gab größere Katastrophen. Hamza ibn Abdul Muttalib ist getötet worden. Der Prophet a.s., sein edles Gesicht ist verletzt worden. Es gab größere Katastrophen als die Katastrophe, die dir passiert. Aber Allah hat gesagt, seid nicht traurig und werdet nicht schwach. Denn ihr werdet die Oberhand gewinnen, wenn ihr Gläubige seid. Das heißt, man darf, hier kriegt man Sabr, man lernt Sabr, weil man weiß, dass das Ende für die Gläubigen ist. Einzig ist für die Gläubigen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, danach in dem Vers erklärt das jetzt weiter. Wenn euch eine Wunde getroffen hat, so hat das Volk, also die Quraysh, die Mushrikun, eine Wunde der gleichen Art getroffen. Wann? Bei der Schlacht von Badr. Wann war die Schlacht von Badr? Ungefähr genau ein Jahr vorher. Fast genau ein Jahr vorher. Das heißt, bei der Schlacht von Badr haben die haben die Quraysh verloren, die Mushrikun, und jetzt haben die Muslime verloren. Ich meine, es geht hier um eine Schlacht, aber ich rede, wir haben es jetzt hier nicht mit einer Schlacht zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich rede von dem Konzept. Ja? So, das heißt, die haben verloren, jetzt habt ihr verloren, aber werdet nicht traurig, gebt nicht auf, werdet nicht schwach, weil die haben auch nicht aufgegeben, obwohl sie verloren haben, haben sie weitergemacht und haben dann gewonnen. Und dann sagt Allah, und diese Tage der Abwechslung von Sieg und Niederlage, den wechseln wir unter den Menschen ab. Warum? Jetzt kommt die Antwort. Damit Allah diejenigen kenntlich macht, die glauben. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, das ist eine Probe von Allah. Das ist dazu da, um die Reihen der Muslime von den Munafikun zu reinigen. Weil die Munafikun diejenigen sind, sobald der erste Windzug kommt, fallen sie um. Sobald der erste Windzug kommt, sind sie weg. Und deswegen, wenn dir etwas auf dem Weg Allahs passiert, dann kippe nicht um, lass dich nicht von Leuten, die die Mentalität der Munafikun haben, einschüchtern. Das ist der Weg. Und diese Tage des Abwechseln Sieges und Niederlage wechseln wir unter den Menschen ab. Und damit er von euch was nimmt? Märtyrer nimmt. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Ja, das ist das, was man sich merken muss. Und Allah sagt in Surah Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Haben die Menschen gedacht, sie werden in Ruhe gelassen, nur weil sie sagen, wir glauben, und sie werden nicht auf die Probe gestellt. Und wir haben die vorher schon auf die Probe gestellt. Warum? Damit Allah die kenntlich macht, die wahrhaftig sind. Also die sagen, wir glauben, wirklich glauben. Und die Lügner kenntlich macht. Dann sagt er in Surah 10, also in Surah 19, Vers 10, und von den Menschen gibt es welche, die sagen, wir glauben an Allah. Und wenn ihm auf dem Weg Allahs ein Leid widerfährt, dann macht er die Fitna der Menschen zur Strafe Allahs. Das heißt, er bricht sofort ein. Sobald das erste Leid auf dem Weg Allahs kommt, das erste Leid auf dem Weg Allahs, bricht er ein. Warum? Wenn die Hilfe von deinem Herrn kommt, der Erfolg, zum Beispiel auch in der Dauer, von deinem Herrn kommt, sagt, wir gehören zu euch. Damit Allah die Gläubigen kenntlich macht und die Munafikun kenntlich macht. Was heißt das? Ein Zeichen von den Munafikun ist, dass sie immer dabei sind, wenn es gemütlich ist. Wenn es Würstchen gibt und was zu essen gibt, ja, und Erfolg gibt, dann gehören sie dazu. Das ist unser Erfolg. Aber sobald der erste Windzug kommt, brechen sie ein und haben nichts mehr mit der Sache zu tun. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die Probe von Allah ist dazu da, um deine Stufe zu erhöhen. Die ist dazu da, um die Reihen der Muslime von den Munafikun zu reinigen. Und die ist dazu da, um dich stärker zu machen und zu erziehen. Alles, was dich nicht tötet, härtet dich ab, wie man so schön in Deutsch sagt. Das ist etwas, was dich stärker macht. Deswegen, liebe Geschwister, seid bereit, für diese Religion zu leben. Fangt heute an, eine Veränderung vorzunehmen. Möge Allah uns recht leiten. ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقيموا الصلاة إن شاء الله.